あれ、ばあちゃんがいねえ。あら、ナルト君。ねえ、綱手のばあちゃんってばどこ行ったか知らない？綱手様なら先ほどジライア様と屋敷の屋上に向かいましたよ。エロ仙人と？二人して何やってんだろう。まあいいや、俺も行ってみよっと。Okay, scheinbar war das doch richtig, zu Tsunade zu gehen. Richtig gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal schnell zum Dach. Dann werde ich halt eine Überlänge machen. Wieso nicht? Okay. Naruto-ka. Oh ja, ちょっとな。佐藤や私たちのことを話していた。この数年、大きな戦いが起こり、その度にそれを超えてきた。九尾襲撃、この葉崩し、そして短冊街での戦い。今聞くと懐かしいってばよ。そういえば、無限城という城がコノハを襲ったこともあったの。Ja, ich selbst erinnere mich an das. Für die Leute, die sich fragen, was damit gemeint ist, also Schloss der Illusion. Also damit ist wahrscheinlich das Mugenjo von Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 auf der PSP gemeint. Das ist wahrscheinlich... Ich nehme es mal ja. Ja. 絶対忘れねえ。と、話は変わるがな、綱手。お前、このところ巷を賑わせている噂は聞いたか？噂？ああ、もしかして幽霊がどうしたとかいうやつか？幽霊？ どうやらあれはただの噂ではないようだぞ。目撃した人物が日に日に増加しておる。しかも昼だろうが夜だろうが出てくるらしい。いや全く幽霊の常識がないやつだの。全くだ。昼間から出てくるなんて迷惑な話だってばよ。あ、ナルト。 お前もしかして怖いのか？何言い出すんだよ。俺は別に怖くねえってばよ。ふふん、その割には声が震えているようだの。なんだと？まあそう無理するな。誰にでも一つくらい苦手なものがあるものだからの。しかし お前は幽霊が苦手だったか。これは意外だったの。そこまで言われちゃ黙ってらんねえ。いいってばよ。その幽霊の件は俺が解決してきてやるよ。俺ってば幽霊なんて平気だからな。楽勝だってばよ。ほほ、それは楽しみだな。 ばあちゃん、その幽霊ってばどこに行けば会える？聞いた話だと演習場に出没すると言われているな。演習場ね。よし、そんじゃパパーっと配置してきてやる。わかりやすいやつ。幽霊などわしが退治してやってもいいのだが。 取材に忙しくてな、残念だの。ま、退屈しのぎにはなるだろう。演習場に行って幽霊にでも会ってこい。Well, man scheint sich über Naruto lustig zu machen, weil seine Angst Geister sind. Oh, Geister? Ja, es sind Geister. Okay, dann werden wir uns mal diesen Geist genauer ansehen. Und ja... Ich habe ja indirekt ja, glaube schon verraten, worum es sich da handelt. Aber, naja, ihr werdet ja schon selbst sehen, womit wir es hier zu tun haben werden. Denn diese Mission ist so eine Sache, da muss ich wirklich sagen, da bin ich wirklich froh gewesen, überhaupt verstanden zu haben, worum es in dieser Mission ging. Weil zu dieser Zeit hatte ich auch noch den PSP-Teil dazu auch noch gezockt, und zwar Ultimate Ninja Heroes 2. Und von daher besitze ich diese Information, als man in der Nebenmission über dieses Thema angesprochen hat, was das fliegende Schloss gemeint ist. Was aber eigentlich das Mugenjo sein sollte. Was ein Mugenjo ist, das muss ich gerade noch schwer überlegen. Oh, oder wartet. Oh? Lächelnd hält das mysteriöse Mädchen Naruto eine zerbrochene Kiste hin. Heftiges Nicken. Das müsste ich jetzt mir gerade so vorstellen. Die macht bestimmt so ein Headbang. Hm? In der zerbrochenen Kiste liegt eine kleine Notiz. Such die Teile. Okay, scheinbar geht es um eine Spieluhr. Ja, ich muss es nicht gerade einen auf mysteriös tun. Ich weiß natürlich, worum es geht, aber es ist natürlich jetzt besser, wenn ich jetzt nichts vom Inhalt des Spiels von Ultimate Ninja Heroes 2 erzähle. Es wäre ja ein indirekter Spoiler. Man muss aber auch sagen, dass Ultimate Ninja Heroes 2, also es ist ja natürlich ein PSP-Game und natürlich basiert es auf dasselbe Kampfsystem wie auf den Ultimate Ninja-Teilen auf der PS2. Aber ich muss wirklich sagen, also wenn man von Spielen nichts Großes erwartet, also ich persönlich verhalte mich gegen so etwas wirklich ziemlich neutral, und wenn man nicht wirklich groß auf so etwas achtet, muss man wirklich sagen, dass die Story eigentlich nicht schlecht war. Und ja, von daher, ja. Und was die Mugenjo-Sache jetzt nochmal angeht, also man kann das schon als fliegendes Schloss bezeichnen. Das ist einfach so, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man diese eine Form da nennt. Man müsste sich das, ey, ich habe gerade kein gutes Beispiel auf Lager. Da bräuchte ich schon ein bisschen Zeit, so, um zu überlegen, was ich darüber brable. Aber wir müssen erstmal nach Sunagakure, Kankuro, das Problem der Spieluhr erklären. Und nein, ich bin nicht... warte, das ist die Kurvenstraße. Also doch, ich bin richtig. Ich wollte gerade sagen, ich verlasse die Map, wenn ich dahin gehe. Aber okay. Es ist gerade ein bisschen schwer. Kankuro, da bist du gerade. Oi, Kankuro! Naruto, ja nicht wahr? Warum bist du in so einem Ort? Naruto erklärt die Situation. Kankuro kritzelt ein paar Wörter auf ein Stück Papier. Naruto hat Kankuros Aufzeichnung erhalten. Okay, dann sollten wir uns mal die Notiz ansehen. Das ist, glaub, bei den wichtigen Sachen. Da. Also, ich möchte sie verwenden. Erstens, zylindrische Teile aus dem Feuerreich. Solche Zylinder werden im Feuerreich hergestellt und angeboten. Suche, wo Items angeboten werden. Okay, im Itemladen werden wir zuerst hingehen, da das Holzmaterial aus dem Feuerreich. Holzmaterialien sollen in dem Wald zu finden sein, der dem Tod am nächsten ist, also der Todeswald. Drittens, Schmuckmaterialien aus dem Windreich. Schmuckmaterialien werden aus Stein hergestellt, im Inneren von Sunagakure und in der Sandgrotte zu finden sind. Und viertens, Kammborsten aus dem Flussreich. Es heißt, Kammborsten in den Lichterwald zu finden sind. Fünftens, Aufziehschlüssel aus Kusagakure. Ein Aufziehschlüssel, der aus seltenen Steinen besteht. Ich rede mal mit dir, vielleicht habe ich ja unbewusst schon alles. Hey, ich habe alles. Aber ich habe alles. Aber ich habe alles. Oh Mann. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir zumindest versuchen werden, uns nur noch für die restliche Aufnahmesession auf diese Mission zu konzentrieren. Aber zuallererst werden wir nach Konoha wieder gehen und ich hoffe, ich habe genügend Teleport-Schriftrollen. Zur Sicherheit, wenn ich ja schon in einem Itemladen gehe, kann ich ja auch natürlich ein paar weitere Klorollen kaufen gehen. Ist ja kein Problem. Hinata、どうしたんだよ。 Hinatas Fehler. Ein Verbrechen ist Hinata bei der Überstellung entwischt. Wenn du ihn nicht sofort verfolgst, könnte es endgültig entkommen. Hilf Hinata dem... Ich tu alles für meine Waifu. Hinata Yoga hat sich in dem Team angeschlossen. Scheiß auf die Spieluhr! Waifu ist wichtiger! Wir werden den Verbrecher einfangen! Und eigentlich habe ich gedacht, der Verbrecher hätte den Itemladen ausgeraubt, weil das wäre natürlich schon ein bisschen relevant für unsere Spielungsmission gewesen, aber kommt schon. Ich meine, es ist Hinata. Ich kann hier nichts abschlagen. Besonders, weil ich eigentlich ja keinen Naruhina unterstütze, deswegen ja. Deswegen tue ich das nicht von der Naruto-Perspektive, sondern von der Choro-Perspektive. Und die Choro-Perspektive ist genauso richtig, wie kann man das jetzt mal so sagen, ich habe gerade nicht das richtige Wort dafür. Mein Wortschatz mal wieder. Naja, also um es kurz zu fassen, Choro-Version, immer überlebenswichtig. Boah! なんだこの数。これはほとんど影分子。なんでそれがわかるんだって、そっか、白眼か。うん。本物は一番奥にいるよ。時間をかけると逃げるかもしれねえ。すぐに捕まえてやる。 Such den echten. Du musst unter den vielen Schattendoppelgänger Hinatas entflohenen Verbrecher entdecken. Der Verbrecher versteckt sich offenbar tief im Wald. Such und fange ihn in weniger als 3 Minuten. Sogar im Kampf verschwenden wir die Zeit. Okay, merke ich mir. Gut. Wir werden dich eliminieren. Und stirb. Und du auch bitte. Wir müssen den ganzen Banditen hier einfach ausweichen. Ich meine, die geben sogar wenig XP. Jetzt habe ich einen persönlichen Grund. Nein, 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 nein. Ich habe kein Interesse an euch, Popel-Doppelgänger. Du bist der echte. Stirb! せっかく逃げることができたってのに。なんとか捕まえたってばよ。ありがとうナルト君。でもひなたも相変わらずだな。まさか護送中の罪人を逃がすなんてな。ちょっとね。実はナルト君を見つけて、その瞬間に手の力が抜けたなんて言えない。また困ったことがあったら言ってくれよ。力になるからさ。うん、ありがとう。No Naruhina #No Naruhina. Du, it's dangerous to go alone. Ich hoffe, dir passiert nichts. Ist schon ein komisches Gefühl, dich allein zu lassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine ziemlich heikle Angelegenheit, würde ich mal sagen. Warte, wo zur Hölle gehe ich überhaupt hin? Egal. Gut. Da uns die Hinata-Nebenmission, die natürlich überlebenswichtig war, die nötige Zeit dazu gekostet hat, die Nebenmission der Spielu auszuführen, würde ich mal sagen, dass wir den Part auch sogar schon mal beenden. Und ja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr es doch gerne bewerten und schreibt mir in den Kommentaren, wie euch das heutige Video gefallen hat und sonstigen Stuff. Und wir werden uns im nächsten Part wiedersehen, wenn wir uns mit der Spieluhr hoffentlich beschäftigen werden. Und bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.